Was geht ab, Fitnessfreunde? Heute ist so gar nicht meine Zeit gerade. Wir sind schon um 8 Uhr wach geworden, beziehungsweise wir wurden geweckt, weil wir den Wohnwagen irgendwo geparkt haben, wo wir eigentlich gar nicht stehen dürfen. Die Nacht war nicht so lang. Wir konnten nicht so gut schlafen, weil wir irgendwie in ein Gebiet geparkt haben, wo dauernd Party war. Die ganze Zeit laute Musik, die ganze Nacht. Bis 5, 6 Uhr morgens oder so, dann konnten wir die letzten 2 Stunden einigermaßen pennen. Und jetzt müssen wir auch schon frühstücken gehen, weil Justin hat gleich einen Termin wieder mit Johannes zum Training. Ich werde mal aussetzen, so morgens trainieren ist gar nicht mein Ding. Zum Frühstück gibt es jetzt Rührei mit Speck. Ganz okay. So, keine Ahnung, was wie vielen Eiern das ist. So schätzungsweise 4. Die hat einfach eine Tasse voller Eier gemacht. Und ein Kaffee und ein paar Brötchen. Justin hat das Gleiche. Du hast einfach nur Brot und Käse. Brot, Käse, Kaffee und morgen auch das Gleiche. Yo, Fitnessfreunde, jetzt kommt mal wieder die Kamera zum Einsatz. Gerade ein bisschen mit dem Handy gefilmt. Jetzt habe ich die Cam geholt und ihr könnt es wahrscheinlich sehen, so im Tageslicht entsteht immer die beste Qualität. Richtig geil, ich liebe diese Cam und vor allem das Mikrofon ist auch geil, also ich werde auch immer wieder danach gefragt und alle haben sich die geholt. Lisa hat sich die geholt, Victor, Alon, Jeff, alle holen sich die Kamera, weil ich die empfehle. Alle sind mega zufrieden. Sony NEX 5R, Sony NEX 5R auch genannt. Und wir sind heute mal immer noch in Berlin und voll die geile Location hier. Und hier befindet sich das Berlin Strength Fitnessstudio, beziehungsweise ja, Power Studio oder wie man es nennen will. Ich werde gleich drin ein bisschen zeigen. Hier wurden, das ist ziemlich bekannt, ist cool gemacht. Hier wurden sehr viele Videos gedreht, vor allem für Bodybuilding Ref. Und hier werden immer geile Challenges gedreht und so weiter. Und heute werde ich hier nicht trainieren. Ich bin auch ein bisschen kaputt von gestern und ich brauche Kraft, denn morgen habe ich eine geile Kooperation. Morgen ist ja das Shape You Camp mit Justin und Felix erstmal. Also die Präsentation, reden über Training, über Fitness. Ist leider schon ausverkauft. Jetzt gehen wir aber mal erstmal rein. So sieht das aus. Richtig geil, richtig oldschool. So, heftiges Studio. Und die Dreharbeiten haben begonnen. Da sind die beiden. Erstmal aufwärmen. Booster wurde gerade getrunken. Gleich geht's ab. Was wirklich das Geile noch an diesem Studio ist, man kann hier rausgehen. Und hier gibt's alle möglichen so, Möglichkeiten, Krafttraining zu betreiben oder ja, Strongman-Style, auch Powerlifting. Diese coolen kennt ihr ja vielleicht von den Strongman-Wettbewerben, die muss man halt oben raufpacken. Diesen Reifen gibt es, den kennt ihr auch. Vielleicht von meinem Crossfit-Video, da hatten wir ungefähr diese Größe hier einmal umgeworfen. Und der hier ist, glaube ich, sogar doppelt so schwer, also ist echt ein Riesenteil. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt schaffen würde. Ich kann es ja mal probieren. Das Ding ist, ich bin gerade jetzt gar nicht bereit oder so. Ich glaube, ich werde es auch nicht schaffen. Ich bin für solche Sachen überhaupt eigentlich gar nicht. Aber ich werde einfach mal da hinten hingehen und versuchen, das Ding halbwegs hochzukriegen. Ich glaube, das war ein bisschen fail. Ich könnte jetzt Ausreden finden, dass ich nicht warm genug bin oder sonst was. Aber ich denke mal, dass ich das nicht schaffe. Ja. So stark bin ich nicht. Allgemein so im Vergleich dazu ist Stärke nicht Kraft ist nicht meine Stärke, falls man das so sagen kann. Aber ich denke mal so, klar, ich versuche auch stärker zu werden. Ja, in jedem Training, sogar jetzt im Aufbau. Aber ich bin kein Powerlifter oder kein Strongman oder so, das heißt, es ist nicht meine Priorität. Meine Priorität ist natürlich der Muskelaufbau, ja, und das Aussehen. Jetzt gehen wir hier mal wieder rum und zeigen, was die anderen machen.
jetzt nochmal zur anderen Seite raus. Und Justin und Johannes haben gerade jetzt zu Ende trainiert. Die machen jetzt noch ein paar Aufnahmen fürs Intro und so und ein paar Bilder. Okay, it's cool, good thing. And it's a good question, go on pen apps. So wait, you gotta tell me, I don't understand what you're saying. The whole day I'm Justin super. Versteht gar nichts. Someone needs to explain to me what you're saying. It might help. I think we should be honest to the people. Okay. So, we tell them the truth. Yeah. It's not about doing half hours of crunches, it's about just hold your diet and train your core and yeah. Okay. It's no app competition. Are you saying? Am I saying? You saying? Well, I don't know. We spit. Okay. Okay? You start. So am I just going straight into talking about apps, okay? Yeah? For you. No, what I mean is am I just going, so app training, we don't really train apps, yeah? That's how I start. Oh, let me start. So what do we have to say about calves and abs training? Was gibt es zum Thema Waden- und Bauchtraining zu sagen? If you start with your meaning. The app training? Yeah, of course. So personally, during my off season, I don't train abs at all. I think abs, mainly what it comes down to is having a low percent of body fat when your abs on show. So obviously the large proportion of what determines that is going to be your diet. So getting that body fat nice and low is what's going to reveal your abs. I think things like crunches. We have to make it, guys. I think you should be shorter. Yeah. Gerade jetzt muss er das Ding hier durch die Gegend schieben. Lamb. It's lamb. That's it. Yeah. It's like one mouthful. Für ihn war das Stückchen Fleisch zu klein, sagt er gerade. Die haben hier alles gemischt. That's ridiculous. Wait like an hour for that. Justin, please give me the... Wir haben sehr, sehr lange gewartet. Justin hatte schon unglaublich Hunger. Jetzt beschwert er sich, dass es zu wenig Fleisch ist. Obwohl das schon eine gute Menge ist. Rind, Lamm und Hähnchen vom Grill. Gemüse und Kartoffeln. Wir haben alle eigentlich das gleiche. Was spoon. Yeah, okay. Thank you. Was ist das? So, you think it's not enough? Oh. So. Well, we waited an hour for that. Yeah. Give me my Löffel mal eben. Also für eine Stunde Wartezeit, das ist... Ja, aber sieht eigentlich ganz lecker aus. Wir sind hier jetzt auch schon im nächsten Gym und es steht das zweite Training für Justin heute auf dem Programm. Also dem geht es auch eigentlich gar nicht so gut, weil der hatte vorhin ein paar Proteinriegel gegessen und dann noch Energy Drinks und einen Booster. Und ich finde schon, wenn man Proteinriegel zu sich nimmt, die nicht so natürlich sind, also ich vertrage eigentlich nur... ja, fast nur Quespers so, und die ziemlich natürlich sind. Andere wiederum, wo viel Scheiße drin ist, da kann er echt schlecht von werden, vor allem in der Verbindung mit Koffein. Zu viel Koffein, da wird einem auch schlecht, ist ganz klar. Ich habe hier mein Laptop irgendwie, ganzen Kamerasachen und so, bisschen Freestyle. Ich habe da gerade ein Video geschnitten, dann werde ich gleich hochladen. Beziehungsweise, ich glaube, hier ist gar kein WLAN, das heißt, muss ich irgendwie irgendwo anders hochladen, weil wir haben ja kein WLAN, wir sind ja mit dem Wohnwagen unterwegs. Und die machen gerade eine Übung am Kabel. Gleich machen die hier Bankdrücken. Ja, ich werde einen kleinen Ausschnitt zeigen, aber auch nicht zu viel, weil ihr werdet das volle Video sowieso später bei Shape You sehen. Control all the way down and push this. Keep your wrists straight. Yes, come on. Five. Control all the way down, 7. Feel your chest, just do body weight. Push. Control down, 9, push. Touch your nipples, please. Nipples. 1, yes. And 2. Oh, okay, enough. Now we're on the gas station and we're having the best meal ever, Justin. Yeah. What is this? I don't know. You tell me. Goodness me. I have no idea what it is. Also es ist eine Frikadelle, ein Brötchen mit Ketchup. Mo hat das gleiche, das waren die letzten beiden Frikadellen. Die haben echt nichts gefunden hier. Wir wollten erst zu Burger King, das wäre noch etwas besser, aber es hat auch. Die andere Alternative war nur noch die Bockwurst. Die andere Alternative habe ich hier, Bockwurst mit Senf und Ketchup. Ich hasse eigentlich Würstchen, ist echt. Wann habe ich zuletzt eine Wurst gegessen? Keine Ahnung, aber Not macht hier erfinderisch. Und jetzt waren wir noch auf der Tankstelle und Nachtisch muss ja auch sein, wenn man so unterwegs ist. Deswegen einer meiner Lieblingsriegel, KitKat White. Natürlich was zu trinken. Und
Ich bin total fertig. So eine Reise, so ein Roadtrip hat auf jeden Fall viele positive Dinge. Also ich liebe es, irgendwie unterwegs zu sein mit coolen Leuten und hier und da mal was Geiles zu machen, zu trainieren, einfach nur so von zu Hause weg, geile Zeit erleben. Aber andererseits, was die Ernährung angeht, vor allem in so einem Wohnwagen, ist nicht so optimal. Es wird ja immer schlimmer hier.